Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Abend. Ich melde mich zu einer etwas späteren Stunde. Und zwar ist es so, dass ich heute in meiner Pause bei Rewe war und eigentlich hatte ich gar nicht vor, hier nachzugucken. Aber wie das dann nun mal so ist, man geht ja dann am Zeitschriftenregal vorbei und ja, da ist mir dieses Lego Star Wars Super Mega Pack ins Auge gesprungen. Und an sich ist es jetzt für mich nicht so interessant, aber ich habe mich dann doch dazu entschlossen, das mitzunehmen. Und zwar aufgrund dieser Figur. Ja, der imperiale Stormtrooper, den hätte ich schon gern. Und ich habe probiert, hier mal ein bisschen zu erfüllen. Meine Taktik war jetzt so, wenn ich diese Nebenbilds hier habe, dann müsste das ja eigentlich etwas dicker sein. Deswegen habe ich die dünnste Ausgabe hier genommen. Und ja, ich dachte mir, wir gucken einfach mal zusammen rein, was ich denn hier habe. Dann hat man die Möglichkeit, zwei von diesen sechs abgebildeten Packs zu bekommen. Ich hoffe halt natürlich auf den Stormtrooper. Und ansonsten ist es mir eigentlich egal, was ich hier für ein Bild bekomme. Hauptsache nicht diesen blöden Quadjumper, der ist potthässlich. So, es knistert jetzt kurz. So, wir haben diese zwei Zeitschriften bekommen. Leider nicht den imperialen Stormtrooper, aber was soll's. Gut, es ist immerhin nicht der Quadjumper, man muss es positiv sehen. Und ja, dann erstmal zur Seite mit denen, mit dieser Zeitschrift. Wir gucken uns erstmal diese an. Und zwar haben wir hier Kylo Rens Silencer, 33 Teile in Ordnung. Ich denke mal nicht, dass ich den aufbauen werde. Und dann haben wir hier halt noch diese Boba Fett-Karte. Die soll wohl limitiert sein. Da hätte man die Auswahl jetzt gehabt zwischen Boba Fett und irgendeiner anderen Figur. Aber naja, gucken wir mal rein. Inhaltsverzeichnis. Alles klar. Comic. Schön. Und dann noch ein Poster. Klar, okay, zu dem TIE Silencer passt es natürlich, dass hier noch ein Poster davon ist. Und was ist das? Ich denke. Ach so, irgendwelche Rätsel oder so. Okay, dann haben wir hier die Anleitung drin. Und wir kommen zum Interessantesten. So, da sind wir auf der letzten Seite. Und ich bin gerade davon ausgegangen, dass wir dann hier irgendwie nochmal so ein Megapack bekommen. Und dann ist irgendwann die Chance, dass man so einen Snowspeeder bekommt. Aber das hier scheinen ja geremakte Hefte zu sein. Ja, stimmt. Hier ist halt auch. Ach, Nummer 54. Das ist Ausgabe Nummer 54. Okay. Ja, das hier gab es dann am 27. Dezember. Okay. So viel dann zu dieser Zeitschrift. Ja, und dann gucken wir uns noch diese Zeitschrift an, AT-ST. Hier steht 48 Teile, ja, stattliche Anzahl für dieses kleine Polybag, wobei es sich jetzt nicht nach so viel anfühlt. Das war Ausgabe 37 und dann gucken wir doch mal, was bei Ausgabe 37 mit so dabei war. Klar, hier auch unser Inhaltsverzeichnis, dann diese Comics. Ich weiß nicht, ob die alle zusammenhängen. Außerdem dann noch ein Poster, BB 9E oder halt BB 8. Und mal gucken, was es denn zu dieser Zeit gab. Okay, ja, so ein imperialer Droide. Schade. Mich hätten jetzt hier so Minifiguren interessiert, die da dann irgendwann rausgekommen sind. So, das war's mit diesem Megapack. Wie immer bei den Zeitschriftenvideos, kurz und knapp. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ciao.